Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, es ist der letzte Tag vom Temposchub-Zauber, habe ich gerade gelesen. Das heißt, oh, die ist schon fertig. Das heißt, dass ich gerne. Achso, ich habe kein Papier mehr, ne? Ich habe noch Papier. Stimmt, ich hatte ja Neues gemacht. Die Frage, ich mache nochmal zwei, würde ich sagen. Dafür brauchen wir auch das Hexenkraut, genau. Und Seetang, ist das okay? Oder ich mache drei direkt. Ja, komm, ich mache drei. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich habe, aber dann haben wir auf jeden Fall genug. Konnten wir da nicht sogar noch einen. Ah, nee, das haben wir jetzt gerade wahrscheinlich verballert, oder? Da brauchen wir übrigens auch den Seetang für. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also, Temposchub brauche ich auf jeden Fall. So. Dann schauen wir mal. Die müssen auf jeden Fall gegossen werden hier. Ich meine, es war der Hopfen, wenn ich das hier richtig sehe. Die anderen Sachen. Nee, Moment, der Hopfen ist hier. Bin ich da jetzt richtig? Ja, ich will nämlich nicht aus Versehen die Sonnenblumen hier abernten. Das wäre nämlich ganz blöd. Was ist mit dem Honig? Der braucht noch einen Tag, dann können wir ihn endlich wieder. Sehr schön. Können wir ihn endlich wieder ernten. So, wie lange brauchen die jetzt noch? Auch wieder knapp 7 Stunden. Dann kümmern wir uns erstmal um unsere Kitty. Oh. Und 2 Kaulbarsche haben wir erhalten. Sehr schön. Aber es geht wirklich unheimlich langsam mit dem Herzen da voran. Das ist schon. Ja. Aber gut, ich denke mal, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, es wird wohl nicht so große Vorteile geben, wenn wir mit ihr befreundet sind. Also wahrscheinlich gar keinen Vorteil. Ich weiß nicht, ob man dann bessere Sachen bekommt oder so, oder vielleicht mehr Sachen, aber ich denke mal eher nicht. So, mein liebes Eichhörnchen, ich muss jetzt noch mal eben den Weg hier oben nehmen. Unten habe ich schon gesehen, war auch noch was zum Ausgraben für mich. Hier oben ist auch wieder nichts. Okay, heute scheint ein bisschen weniger zu sein. Einmal was ausgraben. I found something. Oh. A recipe. Was zur Hölle? Ein Texas Brownie. Okay, mit einer Kakaobohne obendrauf. Oder was ist das? Beziehungsweise Kaffeebohne sieht es eher so aus. Also nicht ein Texas Brownie, sondern das Rezept dafür natürlich. So, dann haben wir einmal Geld bekommen und. Nochmal Geld. Aber trotzdem, sehr schön. So, da ist noch eine Minze. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir die Minze eigentlich brauchen, ehrlich gesagt. Seetang wäre jetzt auf jeden Fall gut, aber Minze? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben jetzt 8:10 Uhr. Den schnappen wir uns auf jeden Fall noch. Dieses garstige Krustentier, ne? Na? Sehr schön. So, ich weiß auch nicht, ob überhaupt um die Uhrzeit jemand da ist, ob die arbeiten oder nicht arbeiten. Die haben jetzt hier alles zu. Schau mal eben, ob da irgendwas von sonntags steht. Sonntags ab 9 Uhr. Ah, ich muss aber auch noch mal nachts hin. Damit ich noch mal meinen Zauber aufladen kann, fällt mir gerade auf. So, Eier dürfte ich mittlerweile übrigens genug haben. Das ist schon richtig. Ach so, genau. Wir konnten ja bei ihm noch kein Futter kaufen. Wie sieht das denn aus? Ist der sonntags da? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich muss mir doch mal eine Liste hinlegen, wer eigentlich wann da ist. Ah, da würde ich sagen, die Liste setze ich dann auch mal direkt ins Internet rein. Da brauche ich dann ja nur hier offline mal zu gucken, was auf den einzelnen Schildern steht. Und dann kann ich das ja direkt sagen. Beziehungsweise aufschreiben. Die Kuh ruft mich. Beide haben mir Hühnerfedern heute gegeben. Hey, Butterblume, komm mal her. Warum rufst du denn so laut? Guck mal, ich mache dir schon das Gittertor auf. Dann hast du so ein bisschen das Gefühl von Freiheit und bleibst trotzdem drin. Ja, ich weiß, das ist gemein. Aber immerhin hat sie so ein bisschen Auslauf und steht nicht wie hier diese kranken und uns krank machenden Tiere alle in diesen Mini-Käfigen da von 1 Quadratmeter oder so. Wobei es bei einer Kuh vielleicht 2 Quadratmeter sind, weil die ja doch ziemlich groß ist.
Wann bekomme ich von dir denn eigentlich Wolle? Ich dachte, du bist ein Schaf. Aber naja, gut, wir haben die Herzen noch nicht voll. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die Milch haben wir erst ab dem dritten Herz bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Das zweite Herz ist voll. Wir bekommen hier nichts. Vor allem die Kuh. Ah, wie süß. Gut, dann haben wir nochmal dreimal hier Dings, Unkraut. Da hat er ausnahmsweise mal auf, in der Hitze des Gefechts bei der Schnelligkeit das Richtige genommen. Hier wieder nicht. So, okay. Ach so, wie lange, da oben ist übrigens auch noch was, fällt mir gerade auf. Wie lange brauchen die Sachen jetzt hier eigentlich, die ich da reingemacht habe? Oder waren die schon fertig? Ach nee, die waren fertig, ne? Die habe ich direkt gemacht. Nee, das braucht noch 2 Tage. Aber die Butter nicht. Die Butter kann ich so direkt machen. Okay. Na gut. Aber wenn das eine noch 2 Tage braucht, dann ist das ja okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Da fehlte tatsächlich jetzt nur noch das eine. Und 1500 brauchen wir dafür. Okay. Ja, das, keine Ahnung, wo ich den schwarzen Tee herkriegen soll, weil er hat ihn quasi, aber meine ich, aber er bietet ihn mir nicht an. Pff, ja. Ist ein bisschen doof. Oh, schon wieder Hexenkraut, sehr schön. Hallo Thomas, ich krieg auch eine riesen Anwahl an Bäumchen bei mir. Anwahl, Auswahl. Plants will always tell you what they need. My grandmother said they'd sing to her, and I believe it. Auf eine gewisse Art und Weise garantiert. Ach so, Moment. Thomas, warte. Oh, was war das nochmal? Rezepte für Vegetarier? Können wir mitnehmen, ne? Ich meine, ist für Vegetarier, ist gut. Ach so, ich habe noch 3 Baumwollsamen. Ja, nee, dann so. Seitan kann ich herstellen. Chicasso, Eintopf, Tofu und Tomatensuppe. Oh, Tomatensuppe. Ich liebe Tomatensuppe. Neues Rezept, beziehungsweise, ja doch, neues Rezept. Es kann jetzt Sojamilch im Entsafter hergestellt werden. Ah! Gut, dass ich bei Thomas war und das gekauft habe. Sehr, sehr geil. Oh ja, er ist ausnahmsweise mal Come arbeiten. on, Mutilda, please. Was? Is this a bad time? I don't even care enough to be embarrassed anymore. I can't get close enough to Mutilda to milk her. What? She's not a Marty fan. It's more than that. She got her vaccine shots recently, and now she's skittish. She won't let anyone approach her. I Kann never ich thought verstehen. ranching would be easy. But I never imagined it could be this hard. All my life, I worked for my dad in the city, helping him with his consulting business. I'm used to sending rapid-fire emails and picking the perfect spot for a business lunch, but calming animals? Why did I think I could figure that out? Maybe I should just go back to the city. Ja, du machst das gut. Ich meine, die Tiere sehen glücklich aus, die haben einen großen Auslauf. Und eigentlich sollten es ja meine sein. You're learning something new, so give yourself a break. You're doing fine. Well, I suppose that's true. I appreciate the perspective shift. Why don't you try approaching her slowly and speaking in a gentle voice? If you say so. It's okay, Mutilda. I'm not going to hurt you. No. You have to use a real baby voice. Are you a good girl? Are you a cow? Have you ever been a cow? Nein, It ich war vorher worked! ein Schaf. You are a cattle genius! I have many talents. Hey, thanks for helping me. You could have just walked away, but you didn't. Wir sind befreundet. Eigentlich will ich mit ihm ja gar nicht befreundet sein. Nein, das wäre jetzt gemein. Nein, ich möchte natürlich mit allen hier befreundet sein. Aber dass das jetzt so schnell ging, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mathilda, du bist doch eine ganz süße. Nein, nicht weglaufen. Ich wollte noch mit dir reden. Nein, bevor ich mit dir rede, bevor ich das vergesse. Ich brauche 14 Heu. Ich weiß, das kostet jetzt sehr viel. Nee, 3. Hallo? So, 14 Heu, dann habe ich insgesamt 20, glaube ich, ne? Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ach, Moment. Ach, jetzt weiß ich, wofür ich eigentlich das Geld brauche. Ich wollte doch nur neue.
Moment. Also, wenn überhaupt, dann kann ich nur noch einen Huhn dazu holen. Dann habe ich zwar Hühner en masse, also Eier en masse. Wieso sieht die Kuh hier ganz anders aus? Hallo? 205. Da war sie wieder, die Fliege. 250 kann ich mir auf jeden Fall noch leisten, in der Hoffnung, dass ich morgen wenigstens endlich mal was verkaufen kann. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Schnabelmann. Warum nicht Schnabelfrau? Das sieht irgendwie wie so ein... Obwohl, es könnte auch ein Kerl sein. Guck, ein bisschen scheel. Ich sag mal Schnabelmann. Beakman. Well, that's not what I would have called her, but suit yourself. Ich finde den Namen geil. Du kriegst erstmal ein bisschen Futter hier. So. Jetzt haben wir natürlich 3. Eigentlich müsste ich jetzt für bis 30 kaufen. Schnabelmann. Ich find's irgendwie geil. Ach so, wo wir gerade schon mal hier oben sind, da können wir noch mal hin, weil die waren ja alle noch am Schlafen. Aber da muss ich auf jeden Fall... Ich glaube, ich habe mit ihm nicht so richtig zu Ende gesprochen, ne? Mit dem von... Obwohl, brauchen wir auch gar nicht mehr. Wir sind jetzt befreundet. Here's a little bookshop owner's secret. We can typically order any book, even ones not in our established niches. Okay. Ja, also... Bevor ich das wusste mit den Büchern, habe ich ihn ja schon ausgewählt wegen dem Werwolf. Aber das macht es natürlich noch mal geiler. Ich meine, ich als Autorin und ja, halt eben auch Content Creator und auch als totale Leseratte, das ist natürlich, also für mich wäre es perfekt, wenn ich einen Mann hätte, der eine Bücherei bzw. eine Buchhandlung führen würde. Absolut. Did you ever go visit Grandma in Fairhaven? Oh no, never. I made a promise not to interfere with humans. I can't break it. Not for anything. Okay, sehr mysteriös. Was natürlich doppelt geil wäre, also nicht nur wegen den Büchern einen Mann zu haben, der eine Buchhandlung hat, sondern auch, weil er dann kein Problem damit hatte, dass die halbe Wohnung von mir grundsätzlich aus Büchern besteht. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe ein großes Bücherregal über die komplette Breitseite im Wohnzimmer. Da steht nur noch der Fernseher sozusagen dazwischen. Dann habe ich zig Bücher bei mir noch im Schlafzimmer. Im Flur habe ich noch Bücher, also ein ganz großes Bücherregal noch, beziehungsweise in der Diele. Diele ist ja drin. Und im Flur draußen habe ich auch noch mal 2 kleinere Schränke voller Bücher. Also bei mir darf es nicht brennen. Das wäre das Schlimmste. Aber ansonsten. Can you believe this? There is a shopkeeper in town whose sole job is to cut up and sell the flesh of animals. Who would take that job willingly? I don't understand. Rechtschreibfehler, Achtung, Achtung, die Rechtschreibfehler, Polizei. Ich habe tatsächlich, ich glaube, den ersten Rechtschreibfehler jetzt hier entdeckt. Also ich kann mich doch irren und habe vorher vielleicht schon mal gesagt, dass da einer was falsch geschrieben hat. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich der erste Rechtschreibfehler. Also, ne, wenn ich das mal mit Disney Dreamlight Valley vergleiche, wo schon diverse Rechtschreibfehler drin waren, aber es hält sich auch noch in Grenzen, muss man dazu sagen. Und dann 2 Quests, glaube ich, waren es, die Hälfte davon komplett nur auf Englisch war und gar nicht übersetzt worden ist. Dafür muss ich sagen, machen sie hier wirklich einen prima Job. Also Hut ab für jedes Spiel, wo top übersetzt ist. Sorry, if I made you uncomfortable before. If I'd known you were the last goblin... Nah, no need to get your gears out of joint. You didn't know. Ravenwood Hollow is nice and all, but it's more isolated than goblins like to be. We're a social people. Over time, plenty of folks left for goblin outposts elsewhere. Not me, though. Ja, wärst du mal lieber, ne? Nein, ich meine jetzt wegen der Gesellschaft unter den Goblins nur. Na gut. Hier haben wir alles erledigt. Ich müsste dann aber, wie gesagt, dran denken, heute Nacht nochmal... Oh, was ist das denn? Haben wir hier etwa einen großen Fisch, den wir uns angeln können? Den müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Weil, wie gesagt, wir brauchen ganz, ganz viel Geld. Mein oberstes Ziel ist jetzt erstmal tatsächlich, dass ich die Ranch komplett ausbaue. Und natürlich auch die Geräte bauen kann, das ist klar. Aber dafür brauche ich... Oh, der ging jetzt aber schnell ran. Dafür brauche ich aber auch ein Barsch.
Ein beliebter Fisch beim Sportfischen, der in der Nähe der Farm zu finden ist. Ein seltener Fang. Sehr schön, den hatten wir noch nicht. Okay. Ne, Dünger waren, glaube ich, 7 Stunden oder sowas, ne? Ja, jetzt noch 4, okay. Das heißt, oh, wenn der Schluckauf mal weg wäre, gegen 15 Uhr, also ein bisschen früher, kann ich das dann... Hallo? Da unten ist nichts. Kann ich das dann rausholen? Haben wir hier noch irgendwas? Da ist nur ein kleiner Fisch drin. Sammeln können wir hier gerade auch nichts. Die anderen Fische sind jetzt alle ausgeflogen bzw. weggeschwommen. Das finde ich aber nicht nett. Das ist so... Ich weiß nicht, ob das jetzt so spontan von mir gerade kommt, dass ich mir das überlegt habe, oder ob mir das wirklich aufgefallen ist. Aber ich meine, sonntags sind tatsächlich weniger Fische. Otto's been trying to get me to hang up my fish hooks. But what am I supposed to do? Just rattle around the mayor's mansion all day? Oh, his missus would love that. Das Herzchen geht aber so langsam nach oben. Sehr schön. Hier sind auch keine... Sag mal, Bruno, hast du uns die ganzen Fische vielleicht weggeangelt? Oder was geht hier ab? Da sind nur noch kleine. Hi! My cousin's wife is from the DR. She sent me this stone called Larimar to make her a custom piece. It's the exact color of breaking waves on a sunny day. Okay. So, was gibt's? So, Moment, wir wollten, wir hatten eigentlich schon Hühnerfutter und so gekauft, ne? Küken hatten wir auch gekauft, das haben wir schon bei uns. 1500, glaube ich, müssen wir noch aufbewahren, bis endlich der Dünger da ist. Aber da müssen wir trotzdem noch bis Montag leider warten. Gucken wir mal, was hast du denn wieder im Angebot? Da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Geld für. I'm jazzed. The waves sang to me while I danced on them. Okay, noch eine Seidenraupe. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Zitronenbaumsetzling hatten wir vermutlich nur einen, den wir reingemacht haben. Dann kaufen wir da auf jeden Fall noch einen zweiten von. Ich muss nur ein bisschen gucken, dass ich das Geld tatsächlich bei mir behalte. Zimt reicht ja eins. Seidenraupen. Ich könnte da natürlich noch mehr von machen, ne? Das Problem ist, ich brauche nicht die Seidenraupen. Ich brauche dieses blöde... erstmal brauche ich den Tee hier, Samen für schwarzen Tee. Ich weiß nicht. Wachsen im Winter, deswegen hat er mir das nicht gegeben. Oh nein, das ist nicht euer Ernst, dass wir jetzt bis zum Winter nicht... Das heißt, wir kommen ja gar nicht weiter. Das heißt... Nee, oder? Wenn die nur im Winter wachsen, wir aber jetzt Sommer haben gerade, wir aber nicht in den Winter reinkommen, weil wir die Aufgabe vom Sommer erstmal erledigen müssen, wollt ihr mich veräppeln? Ernsthaft jetzt, wollt ihr mich veräppeln? Achso, das war Wolle, ja, ich wollte gerade sagen. Das ist nicht euer Ernst. Ich kriege ja auch nirgendwo anders sonst noch Tee her. Don't forget to stop by Parker's shop if you need anything for your farm. He can build you a chicken coop or a barn. Ja, das wäre das nächste große Ziel, was ich habe. Aber wahrscheinlich kommen wir sowieso in unserem Ganzen nicht mehr weiter, so wie es aussieht. My mom sometimes calls me by my sister's name. We don't look anything alike. Das ist nicht dein Bruder, das ist deine Schwester, Mann. Get your ice cold lemonade. Yep. Yes. I'm rich. Für 15 Euro ist das irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, eine sehr, sehr teure Limonade. I'm jealous of Sebastian. He's already like almost a grown-up. Sebastian, genau so hieß der Große, von dem ich die letzte Folge gesprochen hatte. Emmy and Finn's lemonade stand is amazing. I wish I had their ambition when I was a kid. So, bei ihr... Ah, ich kann die Fischstäbchen verkaufen. Ich habe ja gar keine neuen mehr gemacht. Ah, nein. I told Sophia she should have a punch card for her diner, like some of the restaurants in Milkwater do. Buy 10 chocolate milkshakes, get a chocolate cupcake for free. That's a lot of chocolate. I know. Wouldn't it be great? I bet I can do it in one day.
Okay. Moment, wir müssen jetzt mal eben gucken. Sonntag bis 17 Uhr, das schaffen wir doch noch, oder? Cooking always lifts my mood. I always thought that that ran in the family. Then Juliet came out practically attached to a guitar. Warum sollte das auch in der Familie liegen? So, die verkaufen wir jetzt mal alle 10. Haben wir glatt 10. Ist natürlich cool. Haben wir auf jeden Fall wieder genug Geld. Here's a stray cat that lives around here. He looks like he might be a good mouser. Not that my bar has mice. Nope, not a problem. Alles gut. Außerdem gehört der Kater quasi mir. Den habe ich adoptiert, ja? So. Die Schmiedin wird auch nicht da sein, nehme ich an. Nee, okay. Dann gehe ich jetzt nochmal ganz schnell zurück und mache aus den Fischen, die wir jetzt noch gefangen haben, nochmal Fischstäbchen. Weil, wenn die jetzt gerade... nicht ins Schlafzimmer. Wenn die jetzt gerade geöffnet hat, ne? Da müssen wir das doch auch mal eben ganz schnell ausnutzen, da. Okay, das waren jetzt nur 2. Ich dachte, es wären mehr gewesen. Naja, gut. Okay, beim nächsten Mal müssen wir dann auf jeden Fall auch wieder Mehl kaufen. Dass ich das nicht vergesse. Heute Nacht muss ich dann nochmal kurz das Zeug auffüllen. Ich werde es nebenbei laufen lassen. Wenn jetzt aber nichts wirklich Interessantes nachts läuft, dann werde ich euch das jetzt auch nicht hier extra noch vorspielen. Na komm schon. So, nee, verkaufen. Zack, zack. Kann man bei ihr eigentlich? Nee, kann man nicht. Aber ich könnte eine Sojamilch kaufen. Wie war das jetzt? Irgendwofür brauche ich doch die Sojamilch. Ich meine, ich will die jetzt nicht kaufen, aber irgendwofür brauche ich die. Ach so, aber was anderes. Wieso kann ich nicht mit dir sprechen, wenn ich hier drauf sitze? Mann. Wenn wir jetzt gerade so viel Geld haben, könnten wir doch mal 200 investieren für neue Rezepte. So. Wir können jetzt Pizza Capricciosa machen. Käsepizza, Pizza Fungi, Salami-Pizza und Pizzateig. Den sollte man können, wenn man eine Pizza macht. Bananensmoothie, Cappuccino, Schokoladenmilchshake, Früchtepunsch, heiße Schokolade und Erdbeermilchshake. Hurra! Ja, wunderbar. Jetzt sind wir zwar 200 weniger, also ärmer, aber... Achso, Sonntag, genau. Die sind ja alle bei der Kirche, ne? The only good thing about being stuck with an island dating pool is that no one can ghost you. We're always gonna run back into each other. Ja, das Problem ist nur, wenn man dann alle einmal durch hat und keinen von denen wirklich haben möchte, dann ist Have you checked out the consciousness center yet? We accept everyone, even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. Ja, Wahnsinn, wow. Even with an unlimited budget, Hollywood could never recreate Fairhaven's charm. Ja, das glaube ich ihm sogar. Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. Wissen wir. Was sitzt du denn hier so alleine rum? Denkst du über deine Backrezepte nach? Ugh, summer heat in a hot oven means my bakery is basically the surface of the sun right now. When is this summer ever gonna end? Okay. Dann würde ich sagen, dass wir noch mal kurz zum Wald gehen. Ich bin jetzt gerade innerlich so ein bisschen, ich bin am Nachdenken, weil wir haben halt dieses Problem, dass wir diesen Tee brauchen. Wir können das Problem aber nicht lösen, wenn wir keinen Winter haben. Ne? Darüber habe ich ja eben schon gesprochen. Wie soll ich das jetzt
hinkriegen. Also dann kann ich die Quest nicht machen und dementsprechend kann ich den Winter nicht machen. Und mir fällt gerade überhaupt gar keine Lösung dafür ein. I find the peace of the woods provides great inspiration for my magic. Mhm. So, so. So, da sind nur kleine drin. Hallo, süßer Schmetterling. Ich muss leider wieder gehen. Da sind auch nur kleine drin. Shelby's hier, ne? Ja. It's good you young people are partnering up. Love is a powerful magic, despite how dangerous it can be. Shelby, du bist so weise. Ich wollte noch mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas machen können, aber nee. Seetang könnten wir bei ihm kaufen. Normalerweise würde ich es ja nicht machen, aber ausnahmsweise mache ich das mal. Wir haben nämlich schon sehr lange keinen mehr gesehen. Da haben wir noch einen Fisch. Einen Fisch. Also eigentlich drei Fische. Aber da ich ja nur den großen haben will. Komm, aller guten Dinge sind drei. Oh, quick! Got one! Sehr schön. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke auch noch mal eben, ob wir zufälligerweise dann auch... Nee, die Blumen können wir heute Nacht leider trotzdem noch nicht mitnehmen. Na gut, dann stelle ich das Ganze mal auf Schnelldurchlauf. Ja, zeig euch am besten auch noch mal, was sie da gesagt haben. Werde das aber, denke ich mal, nicht groß kommentieren und verabschiede mich dann schon mal für heute. Und sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ach nee, oh, nein, halt. Können wir nicht. Wir müssen ja gleich noch das Dings nehmen hier. Den Dünger. Das heißt, dass wir die Einstellung hier erstmal ändern werden. Das Ganze auf herausfordernd machen werden. Und dass wir uns dann gleich auf jeden Fall wiedersehen. So, bis gleich. Ja, und wir haben nun mitten in der Nacht, beziehungsweise 7 Uhr abends, ist ja jetzt nicht gerade mitten in der Nacht. Und dann schauen wir mal nach. Try to not blow off any arms or legs while trying out new spells. It's harder to stay in secret society that way. What are the stars saying tonight, Farseer? They'll tell you themselves, if you start listening. Also alles nur die alten Sprüche. Witchcraft can make any task easier. It can make the lives of those around you easier. You must keep working at it, but don't ignore the rest of your life. It is a balance. Ja, was tun wir denn da rein? Irgendwas, wovon wir viel haben. Ich würde sagen Mondblume. Das sieht gut aus. Und Brombeer, wobei Blaubeere haben wir sogar noch mehr. Dann nehmen wir da noch eine von. So, dann ist das Ganze wieder aufgefüllt. Sehr schön. Don't go near the standing stones. Our coven has kind of a bad history with them. Ach so, nee. Doch, reden können wir auch mit dir. The High Priestess may seem overly cautious to you, but we've lost too many members in recent years. We need every witch we have to keep the wellspring balanced. Ja, und leider kann sie uns nicht helfen mit unserem Rezept, weil dafür immer noch dieser blöde Tee fehlt. Es sei denn, wir können dieses Honigzeug, müssen wir nicht selber herstellen, sondern können wir kaufen. Das wäre jetzt die einzige Alternative, die mir tatsächlich noch einfallen würde. Aber ich glaube nicht, dass ich das gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wenn der Honig jetzt fertig ist, dann haben wir den ja schon mal, aber wir haben, wie gesagt, immer noch nicht diesen dämlichen Tee. Und den werden wir wohl auch nicht kriegen. Ach, hast du mich jetzt erschreckt? Aber mit dir haben wir ja schon mal gesprochen. Ja, dann machen wir noch einmal Fischstäbchen. Ich glaube, einmal können wir noch kurz machen. So auf die Schnelle am Abend. Da. Wir haben jetzt so viele neue Rezepte gelernt. Es ist wieder alles total...
durcheinander und woanders. Nee, warum laufe ich jetzt eigentlich wieder raus? Ich wollte mich doch eigentlich verabschieden. Ich gehe jetzt, nein, ich gehe jetzt nicht ins Bett. Oh mein Gott, ich hätte fast einen ganz großen Fehler gemacht. Ah, lass mich hier durch. Das habe ich komplett zugemacht. Sag mir das doch einer. So, wir können endlich am, nicht du. Wir können endlich am Montag, ist es jetzt, glaube ich, ne? Ich bin hier so schnell am Klicken. Am Montag endlich das Feld machen lassen. Ah, ich freue mich wie dolle drauf gerade. So, jetzt aber ganz schnell schlafen gehen und dann ganz schnell uns drum kümmern, dass wir das Feld machen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.